Ich habe mir immer ein Fastentuch hier gewünscht, weil hier im Gurktal diese Fastentücher wirklich eine alte Tradition sind. Und der Erbauer dieser Kirche, Johannes Schallermann, der ist auch der Auftraggeber des Fastentuches in Gurk. Und irgendwo haben wir uns bei der Gestaltung des Fastentuches mit dem Felder-Typus an das Gurker Fastentuch angelehnt. Doch sollte es ein eigenständiger zeitgenössischer Ausdruck sein unserer Suche und unserer Religiosität. Und so hat sich mit diesen nicht gegenständlichen Bildern hat sich eine Symbiose ergeben, wo so in gemeinsamer Überlegung geplant wurde, doch auch einen Text unterzubringen. Ein Besucher der Kirche und ein Betrachter des Fastentuches hat mir gesagt, er findet so viele Wege in diesen Bildern. Und so einen Weg beschreiben auch die Texte, die zwischen den Bildern eingefügt sind. Und zwar sozusagen vom Anfang, wer ist der Jesus, bis hin zu dem letzten Wort, ich bin bei euch. Ja, dieses zeitgenössische Fastentuch will eine Einladung sein zur Suche. Und so wie die Texte, es ist so aus der Heiligen Schrift, so entnommen sind, dass möglichst jeder Suchende irgendwie sich darin finden kann. Ja, so ist auch, sind auch dann die, das ist in einer Gemeinschaft mit den Bildern zu sehen. Stimmt, ja. Also ich habe die Texte einfach genial gefunden, die Auswahl dieser Texte, weil sie präzise sind und kurz und verständlich. Ja, die Idee kommt von einem Freund. Wir haben uns ziemlich bald auf den Felder-Typus geeinigt, der also da in der Gegend daheim ist. Und haben natürlich schon gewusst, dass das keine bildliche Darstellungen sein können. Farblich haben wir uns hingerauft zum sehr reduzierten. Und dann ist die Arbeit losgegangen. Ja, es gibt da mehrere Entwürfe. Es gibt einen ganz kleinen, den wir sozusagen in den Kirchenraum hineingestellt haben und perspektivisch so hingestellt haben, dass es ausschaut, als wäre das Fastentuch schon da. Und dann gibt es einen Originalentwurf, der ungefähr, würde ich sagen, 20% der Originalgröße ist, also dieser jetzigen Größe. Und das würde dann digital zusammengestellt und gedruckt. Ich meine, es sind keine Illustrationen von Szenen oder von Themen. Es ist etwas Aleatorisches dabei. Es wirkt der Zufall sehr viel mit. Und das vielleicht ist wichtig. Der Zufall dominiert nicht jetzt den Maler, sondern der Maler lässt den Zufall zu. Und das ist etwas, glaube ich, das auch dann im Gesamtwerk, in diesem Gesamten sichtbar und spürbar wird und sich überträgt auf den Betrachter. Musik.